Hey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zu einer weiteren Folge von Dying Light, The Following. So, und direkt mal gucken, was dieses kleine Ausrufezeichen zu bedeuten hat. Mal schauen. Ach, wieder unser guter Kollege. Oder auch nicht. Okay, dann was an der Wand? Gelbwurz. Okay. Ist in Ordnung, machen wir. Ich habe deine Notiz gesehen, Yazir. Wer ist dieser Sabit? Sollte er euch Medizin besorgen? Ja, er hat uns jede Woche frische Kräuter gebracht. Wir haben allerdings schon viel zu lange nichts mehr von ihm gehört. Ich weiß, er könnte tot sein. Aber du kennst den Mann nicht. Bei ihm ist alles möglich. Er wollte ein Gesichtsloser werden und würde sich nicht einfach so umbringen lassen. Hast du vielleicht eine Ahnung, wo ich nach ihm suchen sollte? Und was ist mit dem Fieber? Ihr braucht immer noch Kräuter, oder? Er lebte in einer Hütte auf dieser Felseninsel. Und ja, dort hat er seine Medizin aufbewahrt. Aber sei vorsichtig. Wenn etwas Sabit erwischt hat, solltest du es nicht unterschätzen. Eine Felseninsel. Cool. Sag mal, dieser Sabit, als was hat er vor dem Ausbruch gearbeitet? Er war Förster. Ein stolzer und mutiger Mann. Er sagte immer, er ziehe die Gesellschaft von Tieren der von Menschen vor. Ja, ich kenne solche Typen. Dann war er der perfekte Gesichtslose? Nein, das kam erst später. Er war zuerst kein Gläubiger. Erst als die Mutter ihn gesegnet hatte, entschloss er sich, ihr nach Kräften zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Und da fing er an, euch Medizin zu bringen? Er kümmerte sich um die Bedürfnisse unserer Gemeinschaft, ja. Und er lebte weiter in der Hütte? Das ist aber eine ziemliche Entfernung, besonders zu Fuß. Und genau deshalb war Sabit etwas Besonderes. Er hatte vor nichts Angst, weder vor den Monstern noch vor der Dunkelheit. Er lief nachts in der Gegend herum, als wäre es nichts. Der schmale Grat zwischen Mut und Wahnsinn, hä? Schon irgendwie krass. Mal gucken, vielleicht finden wir den Onkel Sabit ja wieder. So. Mal schauen, das wird schon irgendwie klappen. Gibt's denn hier in der Nähe wieder irgendwas zu tun? Das sind Hochsitze, nein. Wo könnte der denn überhaupt stecken, der Kollege? Noch alles so weit unten. Das ist ja total krank. Ja gut, wobei wir können jetzt auch erstmal das hier schnell machen. Säubern Sie den Bereich. Kennst uns nicht und dennoch hilfst du uns? Zum Ruhme der Mutter oder zu deinem eigenen Vorteil? Also eigentlich will ich nur helfen. Dann sind wir jetzt Verbündete, aber das reicht nicht. Hey, das verstehe ich nicht. Warte! Na, das ist doch schön. Schnappen wir uns schnell den Flüchter mal eben. Ja, da ist er schon wieder am Grasen, der Kollege. Eine Entschuldigung, Kyle. Du hilfst uns. Dennoch haben wir Zweifel, was deinen Beweggrund betrifft. Wir wissen, dass es viel verlangt ist, die Mutter zu preisen, ohne das Zeichen zu sehen. Ich habe nichts zu verbergen. Meine Intentionen sind selbstlos. Ich bin hier, um zu helfen. Zu dem See, den man Auge der Sonne nennt. Verneige dich vor der Mutter, dann erhältst du ihren Segen. Wir laden dich ein, dich mit uns zu treffen, Kai. Das ist doch schön. Wenn jemand was von mir kaufen will, dann beeilt euch. Ich bin hier bald weg. Ja, das könnten wir eigentlich theoretisch machen. Dann können wir uns den Flüchter sogar noch schnappen. Hey, der ist ja sogar nicht mal so weit weg, der Typ. Da ist ja gar nicht so weit. Toll, jetzt konnte ich nicht mal den Wurfhaken benutzen, bin trotzdem gestorben. Meine Güte, wie ich sowas einfach liebe, ganz ehrlich. Ich könnte immer so in den Bildschirm boxen dann. Naja, okay, ist ja alles gut. Dann halt noch mal. So. Den schnapp ich mir auch. Ja, weit ist es nicht mehr. Da drüben ist er schon. Und jetzt eiskalt schnappen. Na na. So schnell kommst du nicht davon. Kollege. Mensch, jetzt verpiss dich doch, du Scheißbrosch. Meine Güte. Ich muss den Typen halt nur mal erledigen.
Erledigt. Toll, ja. Leute, es ist ehrlich furchtbar mit diesen aggressiven Zombies, die regen mich so auf, ne? Die sind einfach nur nervtötend, klar. Ich könnte mich auch erstmal umdrehen und die besiegen, aber ich wollte nur ganz kurz mal was machen, weißt du? Es ist dann echt schon ziemlich nervig. So, was können wir machen? Autobomben kann ich theoretisch mal entwickeln. Ist ja dann nicht mehr so viel. So, ich hätte auch lieber meinen total fertigen Spielstand genommen. Aber naja, man kann ja auch nicht alles haben, ne? Ist das nicht so? Okay. Ich hätte nie gedacht, dass es hier Blut ist. Wobei, das macht doch schon wieder Sinn im Umkehrschluss. So. Tadam. Okay. Dann muss ich das alles wohl erstmal so hinnehmen. Mit den Zombies. Ich wollte eigentlich gerne noch was kaufen, deswegen. Ich würde es schon gerne mal hinkriegen, aber wenn ich hier so weit rennen muss... Na gut, jetzt bin ich ja eigentlich schon da. Ach, wir haben es auch fast schon geschafft. Flüchterleber abliefern. Ach so, das ist dafür. Ja, genau. Weil Stammkunden auch überhaupt nichts Schönes sind. Wenn man irgendwas verkauft. Oh, Berserker. Okay, zwei Macheten, die nicht so stark sind, dass ich sie haben wollen würde. Na gut, Strompfeile, cool. Stromkabel, Wurfäxte, nein. Ich nehme das einfach mal alles für den Anfang. Okay, das ist voll. Auch voll, voll. Pistolenmunition. Schrotflintenmunition kann ich doch kaufen. Und die Stahlbolzen habe ich eigentlich auch nichts gegen. Okay, das ist schon mal... Okay, mal gucken. Sense, ja. Jagdschrotflinte, Feldmachete kann jetzt eigentlich weg. Die kann auch weg. Irgendwie, warum habe ich die jetzt eigentlich verkauft? Egal. Schrotflinte. Das sind abgenommene Waffen, die kann ich eh alle verkaufen. Einfach nur nochmal schnell gucken, ob es irgendwas gibt, was wir vielleicht wiederholen sollten. Ja, eben dieses Teil hier. Und ansonsten Kosmetika, Katana. Es gibt eigentlich nichts, was ich noch brauche. Ja, dann können wir eigentlich schon weitermachen. Ich hoffe mal einfach, dass wir hier noch weiterkommen mit dem Ganzen. So. Da müssen wir uns auch gleich die ganzen Nadeln mal anschauen. Die markierten Positionen quasi. Und da wird gerade ein GRE-Paket abgeworfen. Na, das hole ich mir doch. Wann habe ich das überhaupt zum letzten Mal wieder zurückgebracht? Das Paket. Ich weiß es gar nicht. So, Prämie abgeschlossen. Na also. Ich wusste doch, dass wir das hinkriegen. Gehen Sie zu den Slums. Brüller! Yay! Der gute Brüller von Onkel Sküller. Ach so. Den müssen wir erledigen als allererstes, um diese Zone dann irgendwie zu kriegen. Okay. Ja. Ich lasse mir lieber noch ein bisschen Zeit. Es ist ja noch ein GRE-Paket gelandet. So weit ist das ja gar nicht mehr. Das kann man sich doch locker krallen, bevor irgendwer anders kommt. Wie sind die so schnell hier hingekommen? Ein Scheiß. Ihr könnt gar nichts kriegen. Hier. Das ist alles, was es für euch gibt. Den Tod. Bitte sehr. Und die Frösche wollen mich auch schon wieder aufregen. Ich glaube, die sind echt nur dafür gemacht, dass die einen nerven. Genau wie diese anderen Zombies, die dann so ankommen und... Ich brauche Aufmerksamkeit. Wo war denn jetzt das andere Teil? Es lag doch hier irgendwo. Ach, da. Die nehme ich immer gerne mit, dass ich die dann eben verkaufen kann. Quasi. Ach, geh mir doch aus dem Weg. Ich brauche dich nicht, Zombie. Du gehst mir nur auf die Nerven. So, nachladen. Na, den töte ich locker von oben auf dem Dach. Okay, der ist...
Der ist wirklich groß, der Zombie. Ich sehe den Balken gar nicht richtig. Vorsicht. Der lässt sich irgendwie gar nicht töten. Wo sind die Dinger? Also hier oben bin ich zumindest schon mal sicher, in gewisser Weise. Etwas mehr Souveränität könnte zwar nicht schaden, aber... Autsch. Ich bin so gut wie tot. Wie kann ich den Typen töten? Beim besten Willen, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, wie das gehen soll. Also erstmal hier rein. Okay. Da warten schon Zombies auf mich. Ich kann ihn aus dem Haus raus erschießen, ein bisschen, das ist cool. Aber wie kann ich das effektiv nutzen? Das muss doch eine Möglichkeit geben. Ist ehrlich gerade echt total aufreibend. Wofür ist das hier alles? Das ist ein Vorratsraum, aber was soll ich hier? Zombies sammeln sich hier ohne Ende. Mir wird langsam irgendwie ein bisschen kalt, ich weiß auch nicht. So, mal gucken, vielleicht geht's von hier aus. Eine Trophäe. War jetzt aber nicht das, wonach ich gesucht habe. Nein, nicht so richtig. Ja, genau. Tötet mich, während ich liege. So wie eigentlich immer. Das ist total mutig. Oder während ich versuche, mich irgendwie fortzubewegen und überhaupt nichts mehr machen kann. Ist das wirklich so? Seid stolz drauf, Leute. Seid stolz drauf, Zombies. Es ist wirklich sowas von fair, einfach so getötet zu werden. Vor allen Dingen, ihr habt gesehen, wie viel Leben ich noch hatte und dann kommt sowas. Ich glaube, diesen einen Typen kann man echt nur mit brennenden Sachen töten. Mal gucken, was ich da herstellen kann. Betäubungsbolzen. Achso, das ist für die Armbrust. Sprengbolzen. Gibt's denn nicht irgendwas, mit dem man Sachen in die Luft jagen kann? Also, Flüchtergift, Engelsschwert, Mod. Engelsschwert ist auch cool. Ihrer Säbel. Was ist denn das Stärkste, was wir haben? Eigentlich das Teil hier, die Sense. Ich habe das Gefühl, dass die einfach zu schwer herzustellen ist. So, was können wir denn noch herstellen? Medikits haben wir natürlich schon genug. Molotow-Cocktails ist auch eine schöne Idee. Explodierende Wurfsterne ist auch mal eine Idee. Giftgranate, lähmende Granate, selbstgebaute Granate. Vielleicht versuchen wir es auch nochmal damit. Und dann nochmal mit Molotow-Cocktails. Irgendwie muss ich den Typen ja töten können, ganz ehrlich. Kann ja nicht sein, dass wir da nichts machen können. Es ist ja wirklich traurig, so einen Riesenzombie zu haben und du kannst nichts machen. So. Mal gucken. Ups. Zack. Zack. Ach, das ist gar nicht hier. Na toll. Ich habe mich total verschätzt irgendwie von der Map her. Wir sind wieder hier, na toll. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir das trotzdem noch schaffen.
Ich hätte schon fast Lust, offline weiter zu spielen und das nicht mehr kommentieren zu müssen, alles. Aber irgendwie macht es dann doch Spaß. Es ist halt einfach anstrengend. So, ich guck mal auf den Boden, da kann man es ein bisschen besser erkennen. Der Brüller ist scheinbar tatsächlich unverwundbar. Wir müssen uns irgendeinen Trick einfallen lassen, um ihn zu töten. Oh oh, warum habe ich vergessen, dass das einfach eine dumme Idee ist? Ich muss doch hier irgendwie wegkommen können. Mensch, lasst mich doch mal einmal in Ruhe. Boah, das bringt ja echt viel. Und jetzt kommt der Klassiker wieder. Angreifen, während man sich nicht wehren kann. Die Mutigkeit siegt. Wie soll ich den Typen eigentlich töten? Toll. Der ist einfach unverwundbar gegen alles, das macht keinen Spaß. Der erwischt mich sogar noch so, es ist doch einfach nicht möglich. Ach, das ist doch mies. Ganz ehrlich, wie soll ich den Typen erledigen? Och, Kerr. Stürzt euch nicht immer auf mich wie die Aasgeier. Ich geb ja schon auf. Dann gehe ich halt erst zu dem Kollegen. Bringt ja dann alles nichts. Mal gucken, gibt's noch irgendeine Herausforderung, die wir währenddessen erledigen können? Und zwar, da, nicht fallen und klettern, toll. Wobei, klettern an sich ist eigentlich machbar. Ja, das erledigt man gut nebenbei, so klettern. So, können wir vielleicht doch durch das Gebirge durch, das wäre wirklich hilfreich. Weil bisher war das Gebirge ja, sagen wir mal, undurchdringlich. Und das ist es scheinbar immer noch. Ja, die Karte zeigt es uns, sagen wir mal, in gewisser Weise schon so an. Das heißt nichts Gutes. Wir können wahrscheinlich dann außen rumrennen. Na toll. Bin jetzt schon total gespannt, wie das noch ausgehen wird. Huiui. Wo sind wir eigentlich gerade? Wir sind ja fast direkt am Lager, da können wir dann unsere Sachen mal eben schnell abgeben. Einmal diese ganzen Flüchterlebern. Oder ich glaube, es ist tatsächlich nur eine. Ich weiß es gerade gar nicht. Und die ganzen anderen Sachen noch. Jo, dann machen wir das doch mal eben. Dafür muss noch Zeit sein. Also der Fehlschlag gerade war richtig unnötig. Aber naja, was soll man machen? Man muss halt einfach auch mal überlegen, was zu tun ist. Wenn man gerade etwas anderes für richtig hält, dann ist es eben so. Ach, wir können ganz problemlos hier reinsteppen. Habe ich ja völlig vergessen. Yay! Und weil es so schön ist, lassen wir das Fass da erstmal stehen und vergammeln. Nein, natürlich nicht, aber trotzdem. Ich gehe jetzt erstmal zum Quartiermeister, den muss es doch hier irgendwo auch geben. Wo ist dieser verdammte Quartiermeister? Vor allem, wer soll das sein? Quartiermeister.
Den gibt's hier gar nicht. Das ist ja blöd. Ja, dann, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und hoffentlich schaffe ich da ein bisschen mehr. Tschüss.